Hallo zusammen, es ist Mittwoch, der 16. Dezember. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und wie gewohnt. Die aktuellen Fallzahlen aus Deutschland. Positiv getestet 1.379.238 Personen. Gesundet 1.025.000. Verstorben 23.427. Für alle, die heute zum ersten Mal zuschauen, wir fassen die aktuellen Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts zusammen. Und zur Erklärung, diese Zahlen, positiv getestet, gesundet und verstorben, werden vom Robert-Koch-Institut aufaddiert gemeldet. Das heißt also, das sind die Zahlen seit März aufaddiert bis zum heutigen Tag. Nur für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, zum Verständnis. Hospitalisiert aktuell Stand 11 Uhr 4.808 Personen, somit heute aktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 330.811, macht im Prozent 0,39% der Bevölkerung in Deutschland positiv getestet und das heißt im Umkehrschluss, dass 99,61% der Bevölkerung in Deutschland Corona-frei sind. Wir schauen nach Bayern. Positiv getestet 267.838 Personen, gesundet 201.500, verstorben 5.163, hospitalisiert Stand 11 Uhr 800, somit aktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 61.175, macht im Prozent 0,46% der Bevölkerung im Freistaat Bayern positiv getestet und natürlich auch hier im Umkehrschluss sind 99,54% der Bewohnerinnen und Bewohner in Bayern Corona-frei. Wir schauen nach Würzburg, positiv getestet 3.935 Personen, gesundet 3.496, verstorben 88, somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Würzburg 351. Das macht im Prozent 0,12% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Würzburg positiv getestet. Und auch hier im Umkehrschluss sind 99,88% der Bewohnerinnen und Bewohner von Stadt und Landkreis Würzburg Corona-frei. Wir schauen nach Kitzingen. Hier haben wir den Stand 15.12., gemeldet am 16.12., positiv getestet 1.189 Personen, gesundet 1.006, verstorben 15, somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Kitzingen 168. Das macht im Prozent 0,18% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Kitzingen positiv getestet. Auch hier heißt es natürlich 99,82% der Bewohnerinnen und Bewohner in Stadt und Landkreis Kitzingen sind Corona-frei. Wir schauen nach Schweinfurt, positiv getestet 3.466 Personen laut dem RKI vom 16.12., gesundet 2.984 Personen laut dem Gesundheitsamt Schweinfurt vom 15.12., verstorben 91, somit aktuell positiv getestete Personen in Stadt und Landkreis Schweinfurt 391. Das macht im Prozent 0,23% der Bevölkerung in Stadt und Landkreis Schweinfurt positiv getestet. Auch hier heißt es natürlich, 99,77% der Bewohnerinnen und Bewohner von Stadt und Landkreis Schweinfurt sind Corona-frei. Wie gewohnt auch heute der Blick auf die Intensivbelegungen, Anteil der Covid-19-Patientinnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Schauen wir nach Bayern, dort liegen wir heute bei 23,3% der Belegung von Personen, die dort an oder mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen. Das waren die Zahlen zusammengefasst. Für den heutigen Tag nochmal für alle, das sind keine Zahlen, die wir uns irgendwo hernehmen, sondern das sind die Zahlen von dem Robert-Koch-Institut und vom DIVE-Intensivregister und wir arbeiten die einfach auf, um hier mal zu zeigen, dass wir ein bisschen die Panik rausnehmen. Also wir möchten nicht immer nur Verstorbene und nur Infizierte, sondern wir zeigen eigentlich auf, wie es so wirklich ausschaut. So, was haben wir heute noch gefunden? Wir gucken weiter. Ja, die Meldungen. Der saarländische Ministerpräsident Hans sieht seine Kliniken vor der Überlastung. Zum ersten Mal in der Corona-Pandemie steht das Gesundheitssystem laut Saarlands Ministerpräsidenten Tobias Hans von der CDU ernsthaft kurz vor der Überlastung. Krankenhäuser hätten die Grenzen ihrer Belastbarkeit
erreicht und beim Pflegepersonal gibt es bereits erhebliche Engpässe. Wie ihr alle wisst, die hier öfters zuschauen, wir gucken dann einmal genau, wie es dort auch in der Region ausschaut. Das haben wir auch hier gemacht. Und laut DIVI-Intensivregister heute Stand 11 Uhr, Anteil der Covid-19-Patientinnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten im Saarland, und da liegen wir bei 16,19%. Das heißt, die Intensivpatienten, Patientinnen belegen dort mit 16,19% die Intensivstationen. Das schaut mir wirklich jetzt nicht unbedingt nach Überlastung aus, wenn man das mal so genau erklären kann. Also die haben insgesamt 451 Betten und davon sind momentan 73 belegt mit Patientinnen und Patienten, die an oder mit Covid-19 dort liegen. Aber er vermeldet eine dramatische Überlastung von seinen Kliniken und seinem Gesundheitssystem. Ja, der Weltärztepräsident Montgomery, der hat auch wieder einen rausgehauen. Noch im März hat er vermeldet, dass er gegen Ausgangssperren ist wegen dem Coronavirus. Er hat damals gesagt, das bringt uns nichts, das braucht man nicht. Tja, heute sagt er, Weltärztepräsident erwartet Lockdown-Maßnahmen bis Ostern. Ja, der Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery erwartet, dass der seit Mittwoch geltende Corona-Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert wird. Modellberechnungen zeigen, dass der Lockdown die Zahl der Neuinfektionen frühestens ab Ende Januar bundesweit unter den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen drücken werde. Also für alle, die denken, ab dem 10. Juhu, es geht wieder weiter. Ich glaube eher nicht, weil wir wissen aus der Vergangenheit, wenn solche Meldungen auftauchen, dann ist da meistens was dran. Und auch unser Herr Söder in Bayern hat ja gesagt, dass da nicht alles nach dem 10. Januar sofort puff und wieder auf ist. Und wie ihr wisst, ich komme aus der Gastronomie. Bei uns sind die Veranstaltungen momentan schon bis April abgesagt. Also von daher bleibt mal zu erwarten, wie das noch weitergeht. Und wie das natürlich immer so mit unseren Politikerinnen und Politikern ist, die sagen um was und ein paar Wochen später wissen sie davon nichts mehr. Wir alle erinnern uns, im September hat unser Herr Spahn noch gesagt, man würde mit dem Wissen von heute keinen Einzelhandel mehr schließen. Das wird nicht noch einmal passieren. Ja, und heute fängt der Lockdown in ganz Deutschland an und der Einzelhandel ist zu. Also somit, was man von dem halten kann, was die einfach sagen. Manchmal wäre es besser, sie würden einfach nichts sagen, so wie unser Herr Söder in Bayern. Ja, viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler haben gehofft, dass sie doch noch ein bisschen das Weihnachtsgeschäft retten können. Es gab da so eine Idee von den ganzen Verbänden, die nennt sich Click and Collect. Das heißt, man konnte beim regionalen Einzelhandel seine Produkte online bestellen und die haben das dann hergerichtet und man ist hingegangen und oder man hätte hingehen können und hätte die dort abholen können. Das haben auch einige Bundesländer gemacht. Die haben das außerhalb dieses vom Infektionsschutzgesetz, sondern von dem harten Lockdown genehmigt. Unter anderem zum Beispiel Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Schleswig-Holstein. Die unterstützen da in Einzelhandel und sagen, okay, wenn die Leute nicht im Geschäft wenigstens bummeln können, dann können sie es online bei regionalen Händlern tun. Somit stützt man das natürlich vor Ort. Besser, wie wenn man natürlich bei den überregionalen wie Amazon bestellt. Und das wollte man hier in Bayern auch bis gestern Abend. Also kurz vorm Lockdown gab es hier keine Entscheidung. Aber wie war es anders zu erwarten? Unser Herr Söder, Weihnachtsgeschenke to go wird es bis mindestens 10. Januar nicht geben. Das hat die bayerische Staatsregierung entschieden, wenige Stunden vor Inkrafttreten des Lockdowns. Also in Bayern darf man seine Geschenke nicht online beim Händler vor Ort bestellen und die dann abholen. Das möchte man in Bayern nicht. Nur zur Erinnerung, in der Gastronomie funktioniert das. Ich kann im Restaurant anrufen, mein Essen bestellen und das dann dort abholen, aber beim Einzelhandel sagt man, nö, machen wir nicht. Ja, soweit ist es halt hier. Das waren die Meldungen für heute. Soweit so gut, was wir gefunden haben. Ich hoffe, ich konnte es euch heute wieder ein bisschen gut zusammenfassen und die Panik rausnehmen, denn ja, die Mainstream-Medien hauen immer weiter in die gleiche Kehle. Alles schlimm, alles furchtbar. Aber wir wissen, wenn wir die blanken Zahlen uns anschauen, dass das natürlich alles immer ganz, ganz anders da ist. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich möchte mich auch nochmal bei all den netten Leuten bedanken, die mir gestern so tolle Kommentare und Mails geschickt haben. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Alle Informationen dazu erfahrt ihr in der Kanalinfo. Ihr dürft mir gerne ein Like da lassen und natürlich, wer möchte, den Kanal auch abonnieren. Wenn ihr meine Filme und Beiträge kommentieren möchtet, könntet ihr das gerne tun. Aber bitte bleibt fair und konstruktiv, denn wir sind hier kein Schwurbelkanal, der irgendwas erzählt. Wir
konzentrieren uns einfach auf die Fakten und stellen die ein bisschen anders dar. Und vor allem meine Kritiker da draußen, wenn es euch nicht gefällt, dann schaut doch einfach ARD und ZDF. Soweit dazu. Allen anderen sage ich, bleibt in der Mitte. Schön, dass ihr euch das angeguckt habt. Die Sonne scheint, auch wenn der erste Lockdown-Tag ist. Wir kommen da zusammen durch. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Mittwoch und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss zusammen.